zur Arbeit stand, wir werden sich trotzdem jeden Tag einen Wolf. Den Sprit kann er sich nicht leisten. Und ihm geht's heutzutage den meisten. Doch es gibt ein Gerät, das schenkt uns neue Mobilität. Klaus und Gabi haben lange auf ihr kleines Haus gespart. Es ist gemütlich, aber kalt und im Winter wird's bestimmt richtig hart. Womit soll man nur die Bude heizen, will man die kleine Rente nicht überreizen? Nur einmal in der Woche wird ihn warm beim Flaschensammeln fahren. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln der Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man's uns befiehlt, stammeln wir sogar noch mehr. Da sitzt er schon wieder. In China haben sie mal wieder den Techniksprung geschafft. Und bei uns zu Hause setzt man dieser Tage auf Atemmuskelkraft. Dafür gibt's dann sogar Geld vom Staat. Und so kommen wir es recht in volle Fahrt. Obwohl sich ein gefällt, retten wir den Rest der ganzen Welt. Hier im Land wurde neulich mal dringend die Feuerwehr gebraucht. Und als sie ankam, waren die Jungs und Mädels schon ordentlich geschlauft. Unter allergrößten Qualen traten sie in die Pedalen. Mit dem Wasser im Gepäck, doch das Feuer war schon längst wieder weg. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln unsere Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man es uns befiehlt, stammeln wir sogar noch mehr. Und was macht eigentlich der radikale Schüler des Koran? Ohne Auto kriegt ihr seine Bombe nie bis an die Menschenmenge ran. Oh. Doch wie hat der Prophet schon gesagt? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Und als die Kraft ihn verließ, fuhr er weiter bis ins Paradies. Während der brave Bürger sich dank der hohen Steuern wieder mehr bewegt, haben CDU und SPD das Land in Schutt und Asche gelegt. Und die Grünen und die FDP, ohne überhaupt einen Krieg zu bestreiten, leben wir mal wieder wie in Nachkriegszeiten. Um die Trümmer wegzukanonen, wir unsere Lastenräder ran. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir radeln unsere Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man's uns befiehlt, stammeln wir sogar noch mehr. Und immer noch ein bisschen weiter bis nach Prenzlberg. Mehr.